Jetzt. Neue Fähigkeit verfügbar. Yeah. Was? Nein, ich hab's verpasst. Ich hab nicht auf meinen Helden geschaut. Ah, nein. Die Welt ist verloren. Wir sind gestorben. Alles ist vorbei. Wir müssen neu laden. Tut mir leid. Ich könnte nochmal neu machen. Also, wirklich, das wollte ich jetzt nicht. Schade. Nee, wer das Tutorial mitverfolgt hat, weiß, 10 Fels krepieren, wieder aufstehen. Heute hat es ein bisschen Erfahrung gekostet, aber auf dem Level ist das noch nicht ganz schlimm. Aber ich habe jetzt... Erwarte euer Kommando. Gebiet, ich finde es doof. Es wird irgendein Warnsignal geben. Achtung, Achtung. Held in Gefahr. Achtung, Achtung. Oder sowas in der Art. Über mich. Ich habe da jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Doof. Naja, egal. Hauptsache unsere Scharfschützen. Aber jetzt habt ihr schon mal gesehen, wie man stirbt. Das war natürlich beabsichtigt, nur aus Vorführungszwecken. Nochmal wird das bestimmt nicht passieren in der Kampagne. Nein. So, und unser Scharfschütze schießt jetzt auf 2 Feinde gleichzeitig. Doppelarmbrust. Das heißt, Gegner kommen und 2 Pfeile fliegen los bei jedem Schuss. Das ist äußerst effektiv bei Massengefechten. Das heißt, wir brauchen gleich mal ein paar. Auch so 4 Stück. Und diesmal geht unser Held mit ein paar Rekruten mit. Sonst wird mir das ein bisschen zu doof. Sofort. Das ist echt übel. Da sterbe ich gleich in der ersten Mission, wo es wirklich nur ein bisschen gefährlich wird, sterbe ich schon gleich. Zu Diensten. Das ist ja peinlich. Na gut, es ist nicht so, als würde ich mich das erste Mal peinlich in dem Let's Play anstellen, aber trotzdem ist es doof. Schon dabei. So, noch einen zweiten Schützenturm und ich glaube, das reicht erstmal. Wir haben eh vor, aggressiv zu agieren und nicht defensiv. Von daher, sonst, ich habe glaube ich nichts vergessen. Ich könnte vielleicht noch ein kleines Upgrade machen. Ach, habe ich schon. Okay. Ria brauche ich noch. Die bauen noch den Turm. Sobald die fertig sind, können sie sich beteiligen. Bereit und los. Indem sie Aria mir nach. So, haut mal hier rum. In die Schlacht. Ich verfehle heute irgendwie alles, kann das sein? So. Und mal ordentlich umhauen. So. Geht fix, ne? So. Hier haut mal schnell das Gebäude restlich kaputt. Diesmal ist ja Unterstützung dabei, da geht es ein bisschen schneller. Dann kommt schon mal nichts Neues gespawnt. Reiß die Hütte ab. Dankeschön. So, Gubble Bubble. Machen wir mal kaputt. Das hat mir den Kaugummi geklaut. Und ja, jetzt bleibt nur noch einer übrig. Ach, dass der da Verräter ist, okay, da wäre ich jetzt. Also, ganz ehrlich, da sollen wir erstmal drauf kommen. Ganz ehrlich, menschliche Verräter. So. Was hat er dabei? Stahlbogen. Bisschen kein Bogenschütze, alte Münze und ein großer Torschlüssel. Auf meinen Befehl. Sehr schön. So, und rein theoretisch hätten wir jetzt alle Zeit der Welt. Es würde erst weitergehen, sobald wir das Tor aufmachen. Das heißt, wir könnten jetzt hier bis Part 100 sitzen und uns vorbereiten. Da das allerdings sehr wenig bringt, machen wir einfach weiter. Wie viele Plätze sind frei? Nur 3? Meiner zurück. Zu den dann los. Jawohl. Scharfschützen. Alles klar. So schauen die aus, die Burschen. Wir sind gut. Gut. Bis wir Kleriker bauen können, dauert es noch ein bisschen. Deswegen bauen wir noch ein paar Rekruten nach. So 4 Stück, genau. Dann wird schon alles gut werden. Und nochmal 2 Scharfschützen. Und dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Oh, sie haben auch Orks dabei. Speerträger der Faust. Ich muss meine Hände benutzen. Nein. Na gut. Und ein Ruf. Ein Ruf ist nicht so gut. Und ein Urschuk. Das ist bestimmt die Frau von Uf. Von Ruf. Ruf heißt er.
Erwarte Befehle. Befehl verstanden. Jawohl. Marschbefehl. So. Aria scheint bald fertig, aber das ist erstmal zweitrangig. Wir müssen ja eh noch das Upgrade für die Kleriker machen, weil bevor die Kleriker nicht die höheren Mana-Reserven und das Schild haben, lasse ich die nicht aus dem Haus gehen. Das heißt, ich werde die S-Bahn, sobald das Upgrade fertig ist, das dauert noch ein bisschen. Das heißt, mit unserer Truppe, die wir haben, müsste das reichen. So, bis der letzte Ambusschütze da ist, öffne ich schon mal das Tor. Das Tor ist verschlossen. Ein großer Schlüssel könnte es öffnen. Was mache ich jetzt? Ah, genau. Stimmt ja. Den großen Torschlüssel verwenden. Täh. Verdammte Altersheimer. Oder wie das heißt. Der Schlüssel passt. Das Tor öffnet sich. Oh. Auf mein Kommando. Schnell. Upsa. Ja, wo ist der letzte Armbrustschütze? Oder habe ich schon alle? Auf mein Zeichen. Ah, ich habe schon alle. Okay. Dann schnell. Mal weiter, liebe Leute. Wir haben schließlich eine Welt zu retten. Und los. Gut, wir müssen die Welt nicht retten. Folgt mir. Vorwärts. Wir müssen eigentlich nur Rowan suchen. Schnell. Der Rest ist uns eigentlich arschegal. Aber egal. Wir tun einfach so, als würden wir die Welt retten. Dann schauen uns die Leute schon viel freundlicher an. Oben, links, unten. Edemedemo und raus bist du. Okay, gehen wir unten entlang. Folgt mir. Oh, Ausrufezeichen. Ja, seht ihr das Ausrufezeichen? Hammer hat. Mir nach. Oh. Chen Kuai, Sonnenlied. Das schaut aus wie ich. Nein, ich wollte nicht mit dem Tor reden. Warum sagt er mir nicht gleich, red doch gegen der Wand? Wo bist du, mein Sonnenlied? Ich will dich anklicken. Nein! Oh. So, ganz kurz nachdenken. Hochscrollen. Nach außen drücken. Chen Kuai, Sonnenlied. Rechtsklick. Endlich kommt jemand zu unserer Rettung. Was ist geschehen? Tiermenschen haben uns überfallen. Wir sind Freihändler. Wir waren auf dem Weg nach Lianon. Plötzlich kamen diese Bestien über uns. Sie haben alle verschleppt. Und wohin hat man eure Begleiter gebracht? Wisst ihr, wohin man eure Begleiter gebracht hat? Jenseits des Steintores. Südlich von hier gibt es einen alten Steinbruch. Dort haben sie meine Gefährten eingeschlossen. Bitte, ihr müsst sie befreien. Die Bestien haben das Tor verschlossen. Es muss eine Möglichkeit geben, es zu öffnen. Vielleicht kennen die Elfen einen Weg. Dies ist schließlich ihr Land. Okay. Also kannst du das Tor nicht aufmachen. Schade. Okay, Tiermenschen. Ja, wer hält sie dort gefangen? Wer hält sie dort gefangen? Die Tiermenschen haben uns an eine Bande Oger übergeben. Aha. Und sich dann über unsere Ladung hergemacht. Die Oger warfen uns in den alten Steinbruch. Nur mir ist es bislang gelungen zu fliehen. Bitte öffnet das Tor und sucht den Steinbruch im Süden. Erschlagt die Oger und befreit meine Gefährten. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Alles klar. Wird gemacht. Soweit ich das Tor aufmachen kann. Kann ich jetzt noch nicht, oder? Das Tor ist verschlossen. Ein weißer Steinschlüssel könnte es öffnen. Beenden. Das Tor öffnet sich. Was? Ja. Habt ihr nicht auch schon mal davon geträumt, dass sowas passiert? Auf meinen Befehl. Schnell. Na gut, dann eben. Hey, wen haben wir denn da? Hallöchen. Sindare. Wir haben jetzt ziemlich was in Aria zusammen. Wir können jetzt eigentlich... Ja, Kleriker. Neue Fähigkeit verfügbar. Holen wir mal 4 Kleriker und noch... So, mal... Upgrade. Und dann noch 3 Rekruten, 4 Rekruten und 3 Scharfschützen. So, gute Aufteilung. Ja, vorwärts. So. Sindare, guten Tag. Schön, dich kennenzulernen.
Hast du heute Abend schon was vor? Was führt euch hierher? Ein Auftrag des Ordens. Ist dies die Siedlung der Eloni? Nein. Sie liegt auf der anderen Seite des Hügels. Ihr müsst durch das Waldtal, um sie zu erreichen. Wie ist eure Lage hier? Beinahe hoffnungslos. Noch konzentrieren sich die meisten Angriffe direkt auf die Siedlung. Solange das so bleibt, können wir uns halten. Doch was danach ist, daran wage ich nicht einmal zu denken. Wir haben viele Verwundete aus dem Wald geborgen. Ich muss mich um sie kümmern. Ihr entschuldigt mich. Natürlich. Okay. Ja, man kann diese zwei Gebäude da hinten natürlich mit der Siedlung von Eloni vergessen. Natürlich, sowas passiert doch bestimmt jeden schon mal, oder? Natürlich. So, ich bräuchte Unterstützung. Habt ihr irgendwas für mich? Könnt ihr mir Krieger zur Seite stellen? Einige der Verletzten sind wieder so weit genesen, dass sie euch begleiten könnten. Hey! Gut. Die Bögen eurer Schwestern werden eine große Hilfe sein. Hier sind sie. Sie werden euch folgen, wenn es sein muss, bis in den Tod. Hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Viel Glück. Das ist schön. Ich habe ein paar Elfenbogenschützinnen gekriegt. Auf mein Kommando. Schnell. Die kommen gleich mal mit in meine Kerntruppe. Wollen wir nicht einfach so sinnlos rumstehen lassen? Und los! Und, ey, ein neues Menschenmonument. Interessant. Ich könnte das jetzt aktivieren und hier schon Truppen herbeirufen. Und los! Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Auf mein Kommando. Hole ich mir hier gleich ein paar Kleriker herbei. Ach ja, ich wollte doch noch Scharfschützen haben. Und einen Kleriker noch, machen wir es mal so. Der Rest kommt. Erwarte Befehl verstanden. Dazu. Alles klar. Und dann schütze ich das Monument wenigstens ein bisschen, indem ich ein paar Wachtürme aufstelle. Hilft jetzt zwar nicht ultimativ, aber ein bisschen wenigstens. Hier. Und was? Und ja, leck mich doch was zum Teufel. Alles klar. Ja, lauf zu meinem Helden, bitte. Das sieht echt kacke aus. Wo zum Teufel? Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was zum Teufel ist da los? Das ist doch kein normaler Angriff. Für den Orden. Befehle. Auf meinen Befehl. Nein, ihr bleibt mal zurück. Hinter die Wachtürme. Ich hoffe, die halten so lange, bis ich da bin. Sie besetzen ein Monument. Vorwärts. Sie besetzen ein... Oh nein, jetzt nicht ernsthaft, oder? Ja, sofort. Für die Freiheit. Ein Monument verliert seine Kraft. Jetzt, wo kommen denn die ganzen Gegner her? Euer Kommando. So, sorry, kurzer Telefonanruf. Ich wollte nicht die Option. Danke. Ja. Vorwärts. Schnell. So, wir sind mitten in der Hektik, ganz vergessen. Verteidigt unsere Stadt. Hier wird ordentlich Gangbang gemacht mit unseren Handwerkern. Er wollte doch nur Holz fällen. Für die Freiheit. Aber was ist das denn bitte für eine Invasion? Ein Monument verliert seine Kraft. Vorsicht, sie sind hier. Holen wir einfach nochmal alles querbeet durch. Eine Verstärkung. Ein Monument wird angegriffen. Und mal gucken, was wir so an Arbeitern nachsetzen können. Hier. So, einmal Unterstützung setzen, ein bisschen Metall. Verstärkt die Verteidigung. Ja. Folgt mir. Also das war jetzt schon wirklich gewaltig, was hier angegriffen wird. Nicht, dass die jetzt äußerst sonderlich stark sind, ein die Gegner, Moment verliert aber seine Kraft. Die kommen ja von überall und das ist schon ziemlich alles nervig. Klar. Doofen Goblins. Sie besetzen so, ein Moment. Wir stehen geblieben, genau da. Einmal Schützenturm und den Schützenturm ich nochmal neu bauen. Die haben das unfertige Gebäude zerstört. Jawohl, alles klar. Bin unterwegs. So, und jetzt kümmere ich mich mal um die Lager, bevor die weiter nerven. Das war ja jetzt nicht mehr normal. Zwei fertige Arbeiter sollen mal hier reparieren. Jawohl. Hier kommt mit hoch. Alles klar. Ja, und los.
Ach, wo kommst du denn jetzt schon wieder? Feindkontakt! Bereit! So. Mir nach! Für den Orden! Feindkontakt! Mit dem bisschen, was wir jetzt zusammengebaut haben, können wir jetzt gleich mal einen Angriff machen auf das Lager. Sofort! Während die noch hinlaufen, machen wir schnell noch eine Truppenerhöhung und stellen ein paar Einheiten hierher, die noch ein bisschen den Rest halten. Eins, zwei, nein. So. Und ihr haut jetzt wahnsinnig rum. Nein! Nicht die Elo in die Waldläuferin. So, Dankeschön. Schlachtruf! Sie schlagen zu! Gebt das Zeichen unterwegs! Halt mal bitte jemand den Scharfschützen. Dankeschön. Alles klar. Vorsicht, Gegner! Auf meinen Befehl. Für den Augenkontakt! So, Ruf. Jetzt gibt's Druff, Rufenkoppe. Das ist ein Hinterhalt. Auf mein Kommando. Ortwitz, habt ihr den verstanden? Ja, wie lustig, ne? Verstärkt die Verteidigung! So. Baut mal ein bisschen schneller. Was ist denn in der Kiste drin? Ein Nebelquarz. Und was hat Ruf dabei? Ruf, Ruf, Ruf. Ich dachte mal. Hier, sofort. Für den Orden. Gebt das Zeichen. Befehl verstanden. Verstärkt die Verteidigung. Alles klar. So, irgendwo noch was in der Nähe. Also ich sehe jetzt nichts auf der Karte. Das heißt, wenn ich so gut bin, schwer kann ich das gar nicht. Ja. Was hat Ruf dabei? Kämpfer ist Warnstufe 6. Viel besser als der Mann ohne Hosen. Den darf ich aber noch nicht benutzen. Auf mein Kommando. Vorwärts. Was zum Teufel geht denn hier ab? Marschbefehl. Einsatzbereit. Gebiet Monument verliert seine Kraft. Haut mal drauf. Befehl verstanden. Sind auf Feinde gestoßen. Bei Monumenten braucht man sich keine Sorgen zu machen. Die regenerieren selbstständig ihre Gesundheit. Sogar ziemlich schnell. Das heißt, wenn eine schwache Einheit draufhaut, kommen die einfach getrost ignoriert drauf. Sofort. Außer das ist ein bisschen nervt. Ein Monument verliert seine Kraft. Du nervst. Für den Orden. So, und wir kümmern uns mal ums zweite Lager. Das zweite Lager ist das hier. Mit Urschuk. Habe ich letztens eigentlich Urschuk gesagt? Ich bin mir gar nicht sicher. Urschuk ist das. Urschuk. Folgt mir. Hä, was ist denn das hier? Ein Tump. Was ist ein Tump? Kratzer, Läufer, Braunbär und Kratzer. Okay, ich glaube, das ist das Gebiet im Süden, wo ich noch nicht durchkomme. Das würde einiges erklären. Die schlagen zu. Besonders, weil es auch im Süden ist. So, Schlachtruf. Oh, schon tot. Folgt mir. Vorsicht, wir werden angegriffen. Kämpft, Männer. Auf meinen Befehl. Kämpft, Männer. Erwarte euer Kommando. Haut mal alles kaputt. Mal gucken. Ey, eine Schützin. Kältigen. Und ein rotes Juwel. Vorsicht, bereit für den Kampf. Die schlagen zu. Müssen wir gleich mal gucken. Stufe 5 dürfen wir auch noch nicht benutzen. Erst ab Stufe 6 und wir sind jetzt seit Stufe 4. Bereit zur Ehre Aonies. Das ist also nicht gut. Die schlagen zu. Da oben sehe ich noch was Rotes. Sperrträger der Faust. Da ist noch was. Stellt sich jetzt die Frage. Feuerschlag Stufe 3. Ja, zum Angriff. Für mich nicht interessant. Können wir aber zu verkaufen nicht schlecht. Hey, die sieht mir gut aus. Moment, die müssen wir gleich anziehen. Lederrüstung. So, wo haben wir es denn? Lederrüstung. Rüstungsklasse 20 und Geschicklichkeit plus 4, dass wir besser treffen. Das ist doch super. So.
Intelligenz plus 4, ansonsten nichts, was uns interessieren könnte. Nö. Gut. Auf mein Zeichen. Schnell! Hey, da kommt einer rausgerannt.